Werte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eines vorweg. Schauen Sie sich doch mal die Maßnahmen an, die wir schon auf den Weg gebracht haben und die wir zum Beispiel auch im Nationalen Aktionsprogramm Klimaschutz und auch im Klimaschutzplan planen, die wir auf den Weg bringen werden. Wir setzen alles daran, unsere nationalen, europäischen und international vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Und auch als neue Klimaschutzbeauftragte meiner Fraktion sage ich, wir nehmen den Klimaschutz sehr ernst, meine Damen und Herren. Wir werden weiterhin an der Erreichung dieser Ziele arbeiten, und zwar in allen Sektoren, aber ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten und unter Wahrung des Zieldreiecks Ökologie, Ökonomie und Soziales. Für uns ist der europäische Emissionshandel nach wie vor die Herzkammer der Klimapolitik. Und der Emissionshandel funktioniert anders, wie es vorhin hier auch teilweise diskutiert und vorgebracht wurde. Der CO2-Ausstoß wird reduziert. Aber es ist richtig, dass lange Zeit nicht die Lenkungswirkung vom Emissionshandel ausging, die man sich erhofft hat. Deshalb wurde im Februar auf europäischer Ebene eine umfangreiche Reform des Emissionshandels für die Zeit nach 2021 verabschiedet. Und obwohl die Verschärfungen noch nicht greifen, hat allein die Verabschiedung dieser Reform bereits ein Preissignal ausgesendet. Der Preis, es wurde bereits erwähnt, für eine Tonne CO2 hat sich im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Damit wurde seit 2011 erstmals die 10-Euro-Marke für die Tonne CO2 geknackt. Diese Entwicklungen gilt es auch bei der ganzen Diskussion einmal anzuerkennen, meine Damen und Herren. Von einem unüberlegten Höher, schneller, weiter im nationalen Alleingang warne ich ausdrücklich, auch als Klimapolitikerin. Denn Deutschland ist ein Industriestandort, und wir brauchen diese Industrie auch zur Entwicklung von Umwelt- und Klimainnovationen. Das muss man auch mal herausstellen. Ein nationaler Alleingang führt dazu, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Die frei werdenden Zertifikate werden dann zum Beispiel von Polen aufgekauft, und dort wird mehr CO2 in die Luft geblasen. Das hilft dem Klima überhaupt nicht, und das können doch auch Sie nicht wollen, meine Damen und Herren. Auch der Emissionshandel ist bereits ein CO2-Bepreisungssystem. Das ist CO2-Bepreisung, aber eben auf europäischer Ebene. Und das ist auch gut so, denn allein können wir in Deutschland einfach das Klima nicht retten. Wir müssen alles daran setzen, dass dieses System weltweit stärker zur Anwendung kommt. Deshalb streben wir eine CO2-Bepreisung an, die im besten Fall global ausgerichtet ist, ja, jedoch mindestens auf der Ebene der G20-Staaten. Und so hat es auch eine Initiative, man höre und staune, von BDI, German Watch und Mercator Research Institute, verschiedenen NGOs, auch gefordert. Wir werden alles dafür tun, dass von Deutschland und auch von der europäischen Ebene der Impuls ausgeht, dass dieser Emissionshandel weltweit stärker zur Anwendung kommt. Denn das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. So viel zu den Bereichen, die vom Emissionshandel abgedeckt sind, also Energiesektor und einige Industriezweige. Es gibt jedoch auch einige Sektoren, die nicht unter das Emissionshandelssystem fallen, zum Beispiel der Verkehrssektor, aber eben auch der Wärmebereich. Gerade im Verkehrssektor sind die Emissionen im vergangenen Jahr gestiegen, ja. Grund ist sicherlich die Zunahme an Pkw insgesamt. Grund ist aber auch, dass sich mehr Verbraucher für einen mit Benziner entscheiden, aus Angst vor Dieselfahrverboten. Das zeigt, welche Folge die pauschale Dieselverteufelung hat. Damit erweisen wir auch dem Klima einen Bärendienst, meine Damen und Herren. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass der Diesel noch sauberer wird, und die Hersteller haben da auch eine riesige Verantwortung. Wir sind aber gegen pauschale Fahrverbote. Es gehört nämlich auch zur Wahrheit, dass wir den Diesel auch aus Klimaschutzgründen noch brauchen, meine Damen und Herren.
Um unser Klimaziel 2020 schnellstmöglich zu erreichen und auch das Klimaziel 2030 sicher zu erreichen, ist im Koalitionsvertrag eine Strukturwandelkommission angelegt. Die wird sich mit Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudebereich befassen, um unsere Ziele zu erreichen. Es wird münden in ein Gesetz zur Erreichung unserer Klimaziele. Welche Maßnahmen das sein werden, ist noch offen. Und als Klimapolitikerin sage ich auch, wir müssen in alle Richtungen denken. Zum Beispiel sollten wir eben auch über die Einbeziehung des Verkehrssektors und des Wärmesektors in den bestehenden Emissionshandel nachdenken oder auch über die Etablierung eigenständiger Handelssysteme für diese Sektoren. All das muss aber gut überlegt sein. Wir dürfen keine Schnellschüsse machen. Und die wichtigste Botschaft ist, es darf keine Mehrbelastung für die Verbraucher und die Unternehmer geben. Und das Ganze muss aufkommensneutral sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Weisgerber. Nächste Rednerin Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion.